den Checkpoint und auf das Ganze. Egal, ich will hier nur Gegner vernichten. 100 Stück an der Zahl. Ich wollte runter. Ah, ich glaube, da unten wäre mehr Pflege gewesen. Mein scheiß aufgeladener Schuss. Ach, verdammt, jetzt kann ich mir mal sprechen, wenn ich so nervös bin. Visiert auch nicht gescheit die Ziele an. So wie es soll. Okay, das ist bis jetzt ganz gut. Ich glaube, wenn es so weitergeht, schaffe ich das. So, wenn ich hier jetzt eine Bombe hinschicke. Hä? Warum zielt der nicht auf die? Die waren doch im Lock-On-System. Geht kaputt, geht kaputt. Ach man. Ich brauche noch viel mehr Punkte. Hör auf, mir meine Kills zu klauen, Falco, du Wichser. Ha. Das war jetzt gut. Das war sehr gut. Ich glaube, jetzt diesmal schaffe ich es. Diesmal ist kein Problem. Ja, darum wurde ich jetzt auch nicht geflamed. Hoffen wir, dass es dann ausreicht. Ich habe keine Bomben mehr. Schlecht. Kommt noch was? Ja. Hier kann ich noch Punkte sammeln. Oh, und diesmal schaffe ich das dann auch. Geil, fliegen wir hin. Ich krieg 3 Punkte für die normalen Gegner. Jeweils, also beide. 3, 6. Dann haben wir schon 101 und dann noch 10 für den Endgegner und dann habe ich es geschafft. Also schon bei 101 haben wir es geschafft. Dieses Mal komme ich also auf die schwere Route und das nächste Level heißt dann Aqua. Aqua, Aqua. Habt ihr überhaupt auf die Namen der Planeten geachtet? Ich nicht. Ist auch nicht so wichtig, muss man nicht wissen. Ich glaube, der Planet, wo Slippy runterfällt, wo man ihn retten muss mit dem Landpanzer da, heißt irgendwie Titanus oder Titus oder keine Ahnung, irgendwas mit Titten halt. Der Sonnenplanet Solaris. Macbeth kenne ich gut. Den Namen kann man nicht so leicht vergessen. Und ja, sonst Corneria natürlich, das Asteroidenfeld, aber das hat auch einen bestimmten Namen, Sektor X, Sektor Y, und mehr fällt mir gerade nicht ein, die namenmäßig. Aber ihr seht, ich habe genug Punkte, schöne Sache. Der hat mich jetzt mit seinem Schild gegangraped. Beziehungsweise gangrapen braucht eigentlich mehrere Leute, aber das ist nicht so wichtig. Gott, ist das scheiße, auf den zu zielen und ihn zu treffen, weil der Schuss verschwindet immer, bevor man ihn trifft. What the fuck? Was war das jetzt? Die Bombe hat ihn eigentlich getroffen. Okay, wenden wir. Ich kann übrigens auch den Boost einsetzen, dann in das Dings reinfliegen, ins Nichts praktisch, wo er automatisch eine Wende durchführt. Und er führt sie dann auch durch, also man kriegt da keine Zusatzzeit oder so, weil es noch nicht plötzlich aufgeladen ist, sondern der macht einfach trotzdem. Warum man das nicht immer machen kann, weiß ich nicht, allerdings ist es sowieso, dass da ein gewisser Zeitrahmen ist, bis er eine Wende macht, wenn er erstmal ins Nichts fliegt und nichts tun kann. Und ab da ist es dann eh eigentlich schon aufgeladen, von daher. Hätte ich nur den voll aufgeladenen Schuss, dann wäre das jetzt nicht so das Thema. Okay, platt, fertig, aus. Aus die Maus. Letztes Mal dieses Level gesehen. Schöne Sache. Ach Gott. Leider bin ich halt ziemlich verplant, was das angeht, wie man auf der schweren Route bleibt und so. Und meine Skills weg. Alle wie weggeblasen. Früher habe ich es immer geschafft. Ich habe es auch immer geschafft, auf der schweren Route zu bleiben, ohne auch mal ein Leben zu verlieren und so weiter und so fort. Aber das wird in diesem Let's Play schwer. Vor allem, wenn wir erstmal in Zones sind. Oh Gott, Zones. Das war selbst damals für mich schwer. Zones. Wir begegnen dann auch noch einfallsreicherweise Sektor Z.
Damit haben wir dann X, Y und Z durch. Die waren sehr einfallsreich bei der Namensgebung. Einfach die Buchstaben verwenden, die man am wenigsten benutzt. Oder die am mystischsten klingen. Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist doch ähnlich wie die Namensvergebung der Charakter. Fox. Wow, ein Fuchs. Falco, wow, ein Falke. Ich denke, das muss er nicht näher ausführen. Star Fox, I want you to take out the enemy bioweapon. Da, da. Erinnert ihr euch? Yes, sir. Ich habe euch bei der Sonne gesagt, dass ihr euch Pippis Worte merken sollt. Er hat gesagt, das soll die Biowaffe des Gegners sein, obwohl vorher nie in der Mission von einer Biowaffe die Rede war. Hier ist allerdings gleich von Anfang an von einer Biowaffe die Rede. Ich vermute, die haben den Text vertauscht und der Text auf Solaris war eigentlich für dieses Level hier gedacht. Oder umgekehrt, aber ich glaube eher so rum, dass es für dieses Level gedacht war. Weil ich glaube nicht, dass der Gegner auf der Sonne Waffen züchtet. Wäre zumindest unklug, oder? Ja, und hier haben wir es, das wunderschöne, das einzigartige, das tolle Atemwurm. Oh Gott. Erster Punkt. Kein aufgeladener Schuss. Also damit meine ich nicht Schuss aufgeladen durch Power-Ups, sondern man kann ihn nicht aufladen. Man kann nicht A gedrückt halten, dann kommt eine dicke Kugel raus. Nein, geht nicht. Man hat aber unbegrenzt Torpedos. Die sieht man rechts. Und die werden von Fischen blockiert. Ja, ihr habt richtig gehört. Fische. Ihr seht's. Ich schieße sie, Fische gehen in den Weg und Torpedo bleibt stehen. Und explodiert. Die Fische bleiben heil. Standard. Hier müssen wir dankenswerterweise nicht durch irgendwelche Ringe fliegen. Oh, und wir haben voll aufgeladenen Schuss. Damit wird dieses Level etwas einfacher. Denn die Gegner hier drin halten sehr, sehr viel aus. Beim U-Boot, da die Steuerung so schwammig ist, haben sich die Macher dieses Spiels für gnädig entschieden. Und ein automatisches Lock-On-System hier gewählt, das einem zeigt, wo die Gegner sind. Es zeigt einem, wo die Gegner sind. Es zielt nicht automatisch. Es zeigt es deshalb, weil wenn es hier dunkel ist, wie jetzt gerade, sieht man sehr, sehr schlecht, wer the fuck die Gegner sind. Und darum wurde es gemacht. Und hier haben wir den dicken Fisch. Mal schauen, ob wir den tot kriegen. Ja, kriegen wir. Hier kann man Säulen kaputt machen. Manche zumindest. Der Bildschirm wird schwarz. Oh Gott. Da Slippy dabei ist, sind hier natürlich die Froschwitze und so. Oh, lustig. Ach, Slippy, schieb dir dein scheiß U-Boot in den Arsch. Meine Teamkameraden chillen natürlich an der Oberfläche oder sie sind mit mir an Bord, aber ich glaube nicht, dass sie mit mir an Bord sind. Ich mache diese Mission also komplett alleine. Vermutlich ist dieses Level darum so asozial schwer. Die wollten einen zeigen, guck mal, deine Teamkameraden sind ja doch für was gut, obwohl sie es überhaupt nicht sind. Hier kommen mir eine Menge Schüsse entgegen, aber pff, dank Peppis weisem Rat, kein Problem. Hauptsache Peppi hat Scheiße abgesondert. Karnickel-Scheiße. Ach, wenn die Gegner hier nicht so arschviel aushalten würden, wenn dieses Level mal heller wäre, wenn die Steuerung hier drin nicht so schwammig wäre, wenn das U-Boot nicht so langsam fahren würde, dann wäre dieses Level vielleicht brauchbar. Aber all dem ist nicht so und darum mag ich es nicht. Ich mag es einfach nicht. Wir sehen wieder mal nichts. Darum brauchen wir überhaupt die Torpedos. Weil wir sonst absolut blind sind. Hinter uns ein dicker Fisch, ein Lampenfisch. Ja, wir haben jede Menge Torpedos und genau zu einem unbegrenzten. Ach, Slippy, ja, ist der größte, klar. Peppy, bau den Sack auf, ey. Ermutige ihn nicht auch noch. Das ist wie ein Kind zu ermutigen, die Hand auf die Herdplatte gedrückt zu halten. Lustige Idee, aber Durchführung mangelhaft. Zumindest wenn man keine Anzeige haben will. Wäre aber trotzdem eine lustige Idee. Ich bin sogar der Meinung, man muss
das Kind an der Hand nehmen und auf die Herdplatte drücken. Mit dem Gesicht. Damit es gleich von Anfang an weiß, ah, Herdplatte, die an ist, meiden wir. Ist viel besser. Weil, wenn du nicht dabei bist, dann ist das Kind vielleicht auf der Herdplatte festgebacken am Ende. Wenn du dabei bist, dann kannst du es aus dem Gesicht, dann kannst du das Gesicht wieder rausziehen, bevor es Verbrennungen dritten Grades erleidet. Das kommt dann auch nicht so gut in der Schule. Da fragen die Lehrer in der Regel danach.